Oi, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Was geht ab, Mann? Servus. Mein Freund hier, Munir. Unser neuer Praktikant. Unser neuer Praktikant. CCG Sharding. Top 8 rausgeflogen, oder? Ja, leider, Mann. Misplay. Ah, oh, Misplay. Schade, schade. Dann zeig nochmal zu dein geiles Deckprofile. Was hast du denn gespielt? Ich hab Super Quantum Volcanics ausgepackt. Was? Super Quantum Volcanics? Ja, keiner rechnet damit, um 5 Stacks auch stark. Unser anderer Praktikant hat das doch auch mal ausprobiert, oder? Ja, aber der ist anscheinend nicht auf die Volcanic gekommen. Egal. Ja, ja. Auch unser neuer Praktikant. Sehr guter Spieler, deswegen Top 8 gleich. Zeig uns mal, was war's. Ja, also Main Deck. Dreimal Super Quantum Blaue Schicht. Das ist der Stratos vom Deck. Wenn er genormelt oder gespecialt wird, search den Super Quantum Monster. Wenn er auf den Grave geht, mischt er bis zu 3 Super Quantum Karten ins Deck zurück. Stratos und Emerald in einem. Was? Dann dreimal Super Quantal Fee Alpha. Die ist wie Tin Can. Sie sagt, wenn ich sie beschwöre, egal wie, kann ich Super Quantum Monster wählen. Dann bekommen alle Super Quantum Monster die Stufe von den gewählten Monstern. Das ist aber nicht der gute Effekt, sondern der gute Effekt ist, ich kann sie auf den Friedhof legen, indem ich das Tribut anbiete, 3 verschiedene Super Quantum Monster im Deck revealen, der Gegner würfelt oder wählt einen. So wie Tintin halt. Genau. Nur, dass es Special kommt. Genau. Es kommt Special und dann kommt Special und der Rest wandert in Grave. Mein Gott, Leute. Dann aktivieren sich alle Effekte. Genau, die triggern auch die Effekte von denen. Dann zweimal Super Quantum Grüne Schicht, der ist nicht so gut. Der ist eigentlich wie Goblinberg, weil das normale Special sammeln kann, ein zusätzliches Quantum Monster von Art Special. Und wenn er auf den Grave geht, sagt er, ich kann eine Super Quantum Karte droppen und dann eine nachziehen. Ah, okay. Dann die beste Karte im Deck, Super Quantum Rote Schicht, kennen viele auch aus Monaco. Er kann sich immer specialen, wenn ich kein Monster kontrolliere, unabhängig vom Gegner. Also wenn er welche hat oder keine, ist auch egal. Und wenn er genommen und gespecialt, kann ich eine Super Quantum Karte vom Grave auf die Hand adden. Und wenn er auf den Grave gedroppt wird, kann ein Super Quantum Monster vom Grave specialen. Aber seine Effekte können für diesen Zug nicht aktiviert werden. Krasse Karten. Das war's oder das also? Super Quantum? Ja genau, das war Super Quantum. Quantum Engine, okay. Das ist sehr interessant. Dann zu Volcanic Engine, zwei Roy Firestorm Drugs, 3 Bricken zu viel. Volcanic! Und ja, was ist da los, Leute? Brauche ich nicht dazu sagen, mich die Scatter Shots zurück, die Shells sich selbst auf, lässt mich 2 ziehen, ist ein enormes Plus. Dann klar, dreimal Scatter Shots, kennt auch jeder, mit Blaze Accelerator, Drop Beam, Krebs gegen das Feld, 1,5 Burn Damage. Dann Volcanic Shell, habe ich von Chong, Shoutout an Chong, danke dir. Ultimate natürlich, nur das Beste vom Besten von Team Bubble Tea. Dann, ja, Volcanic Shell ist auch gut wegen Blaze Accelerator zum Ziehen und wegen dem Field Spell von den Quantums, weil der zwingt mich dazu Karten zu droppen und dadurch kann ich das kompensieren, weil ich selbst wieder raussearchen kann. Okay, cool. Dann für mehr Konstanz dreimal Volcanic Rocket, um eben den Blaze Accelerator rauszusuchen, den ich übrigens auch mit der Field Spell droppen kann und dann instant vom Grave Banish und den Scattershots vom Grave, also vom Deck gleich reinlegen kann für instant 3 Geki. Dann Doppel-Effekt-Trailer als Handtraps, ja, gute Meta, Max-Tier finde ich scheiße. Dann Triple-Upstart für mehr Speed in dem Deck und mehr Konstanz. Triple-Notfall-Teleport, weil der Blaue, falls Sie nicht wissen, der hier ist Psi und der kann suchen, wenn er genommen oder gespecialt wird, deswegen. Dann als Spell noch ein MST. Warum ein MST? Und kein ja, Galaxy-Zyklon oder sowas? Ja, ich konnte sie nicht auftreiben und ich finde MST besser, weil es ein Quick-Spell ist. Ich kann damit besser reagieren. Und vor allem gegen Cosmo auch mit dem Endphase-Call mit dem Schmarrn aufs Target und gleich schießen, dann verpufft er. Das kann Galaxy-Zyklon nicht. Dann Raigeki immer noch instant. Ich habe ein schweres Matchup gegen Monaco, um instant die Dominion weg, Tributmonster wegzuräumen, damit ich wieder exceeden kann. Oder auch gegen Cosmo Dank Destroyer, weil ich auch nicht so leicht über den rüberkomme. Alles klar. Dann eine Rote. Eine Rote für den Fieldspell, ein Terraforming und ein Fieldspell. Ich spiele, weil es nur ein Hybrid ist und die Terraforming kommt nie tot. Weil wenn der Fields bei dem Grave ist, kann ich auch ihn mit ihm hier zurückmischen. Und so habe ich immer Instant Targets für die Terraforming und so kann ich halt finden, dass ich bricke. Und wenn ich sie brauche, kann der sie auch raussearchen. Das ist halt eben gut. Und dann spiele ein Twin Twister, weil ich kann. Ja, ich spiele einen random Twin Twister. Ich habe mich entschieden für Twin Twister und MST, weil jeweils einer kann in einer bestimmten Situation besser sein. Und mit ihm kann ich halt die Quantums droppen, dann triggern ihre Effekte oder zur Not die Volcanic Shell. Dann letztes Spell, One for One. Warum One for One? Ja, die ist hier, um eben den Alpha aus dem Deck zu specialen. Also ich habe halt 3 Targets dafür. Und er ist halt Instant Tin Can und das ist halt immer gut. Und zum Droppen, das, wie gesagt, da triggern auch die Super Quantum Effekte. Und auch Volcanic Shell einfach. Ja, cool. Dann Traps spiele ich dreimal Blaze Accelerator, beste Karte im Deck. Laser. Ja, Blaze Accelerator. Er räumt das gegnerische Feld weg.
Und gibt mir auch Draw Engine, weil ich kann Volcanic Shells und so droppen und danach ziehen, das braucht das Deck einfach. Der ist geil. Dann letzte Trap ist ein Warning. Ich habe mich entschieden zwischen Notice und Warning, da fand ich die Warning doch besser. Weil sie auch Ultimate ist, deswegen. Genau. Das ja. War ja klar. Natürlich, ja, das war das Main Deck. Okay, cool, interessantes Deck. Dann kommen wir mal zum Extra Deck. Was spielst du da alles? Ja, Extra Deck spiele ich. Zweimal den Magna Leige, das ist der 5er Exceed und zwar kann der im Spiel zu ganz beliebigen Spielers, kann immer ein Monster schießen, egal ob offen oder gesettet. Und wenn der rote Ranger unter ihm liegt, also der hier, kann ich dann ein super Kontra-Monster von meiner Hand oder von meiner Spielfeldseite sofort an ihn Insta dran tatchen, damit er mehr öfter schießen kann. Okay, cool. Dann zweimal den, bei ihm ist dasselbe Spiel, wenn er grüne unter ihm liegt, kann ich wieder andere Materialien ranhängen und er ist Book of Moon im Spielzug eines jeden Spielers. Okay, sehr gut, ja. Ja, dann der hier ist der beste meiner Meinung nach fast schon. Der, ja, der braucht eben den blauen und der ist einfach MST, also der schießt in meinem Zug in der gegnerischen Phase. Manchmal schieße ich auch meinen eigenen Blaze Accelerator, damit ich Insta 3 Giki habe. Ist auch gut, 2-8 Defense ist auch stark, gegen Monarchen kann man ein bisschen stallen. Dann, ja, okay. Beste Karte, Bossmonster, super Quantal, Mechkönig, großer Magnus, wenn der liegt, ist alles vorbei. Wie oft kam der? Da kam er dreimal, zweimal First Turn. Und da kam immer vor Game, also ich habe kein Game verloren, wo der draußen lag. Was kann er denn genau? Also der hat drei Effekte. Was macht er denn so mächtig? Also, okay. Er ist einfach wie Tower und bloß der Gegner kann ich suchen wie Mystic und ich kann einmal pro Spielzug also eine random Karte vom Feld zurückmischen. Okay, cool. Dann ein Vulcasaurus für Burn Engine mit eben Volcanic, dazu noch Gaia für die Combo. Okay. Als Rang 4er eben Dweller, weil ich mit der Scattershot Engine und Dweller ist die Combo gegen Cosmo einfach zu gut oder andere Grave Decks. Okay. Ein Diamond Direwolf zum Background Clearen, ein Castell muss sein, ein Gaga Cowboy für den letzten Damage einfach und dann der Gusto Emerald, damit ich meine Scatter Shots zurückmischen kann oder andere Ressourcen. Dann kommen wir zum Side-Deck. Dann Side-Deck, Doppel MST, maximales Background Move, ich hasse Dominion, Floodgates etc. Dark Hole eben gegen Felsenboards zu clearen. Dann Doppel Chaos Hunter gegen Cosmo kam nicht so gut. Dann Doppel Kaiju gegen, ja, theoretisch gegen Cosmo, um Dike Destroyer wegzuhauen oder Mirror Match, hatte ich heute keins, um den Tau wegzuopfern. Dann Denko Zeka, MVP, kam heute auf 3 Sets, dann war's Game. Immer gut gegen Backward Decks und Talonite oder so. Dann Double Maxi, finde ich dieses Format nicht mehr so gut, deswegen spiele ich sie auch nicht Main, habe sie auch nicht oft reingebordet. Dann Double Breakthrough gegen Monaco reingebordet, einfach weil ich damit rechne, dass ich meistens anfange zum Setten und zum Negaten von Idea und als letztes Doppel-Typhoon, um eben Floodgates und die Dominion wegzuhauen. Ja, okay. Das war's. Sehr interessantes Deck-Profile. Was waren deine Matchups so? Also, erste Runde habe ich gespielt gegen Pepe. Habe ich 2-0 geklatscht. War relativ easy. Merkt man einfach, es ist stark geschwächt. Dann, zweite Runde musste ich gegen Hero ran. Das war echt Cancel, weil der hat mir First Turn Raphnesia und Darklaw gegeben. Das war scheiße, da musste ich ein bisschen rumspielen und stallen, bis er ein Gegner kam. Aber dann konnte ich ein bisschen rumspielen und dann kam auch mit der Zeit Game, weil ihm die Ressourcen ausgingen und mir nicht. Dann dritte Runde gegen Teller Knight. Da, ja, Teller Knight habe ich 2-0 rasiert. 2-1 habe ich gegen ihn gewonnen. Ja, genau, 2-1. Ja, das war schon knapp auf jeden Fall. Aber ich habe auch ein bisschen gebrickt, muss ich sagen. Dann dritte Runde war ich gegen. Dritte Runde war ich gegen. Wie heißt es? Ich war auf jeden Fall noch gegen Cosmo einmal, dann noch gegen Odd Ice Magician. Wie bist du allgemein durch die Vorrunde gegangen gesamt? 5-1. Ja. Niederlage gegen? Niederlage gegen Cosmo. Okay. Ja. Allgemein Fazit zu dem Deck, denkst du, das kann Meta werden oder war das Überraschungsfaktor nur? Also, viele sagen, es war ein Überraschungsfaktor, aber das Deck kann schon einiges, wenn man es richtig spielt. Natürlich war der Überraschungsfaktor auch, hat auch eine große Rolle gespielt. Viel Boarden kann man jetzt, ja, man kann halt Soul Drain und so einen schmalen Board skillen, natürlich mich natürlich auch Max C oder sowas. Aber so jetzt denke ich schon, dass das Deck Potenzial hat, eben durch, alleine natürlich nicht, aber durch die Volcanic Engine macht es auf jeden Fall. Ja, dass ich competitive playen kann. Okay. Also, ja. Auf jeden Fall ein gutes Deck. Holt euch die Karten aus Ring Raiders. Wir haben ein Opening letztes dazu gemacht. Okay. Ansonsten hast du noch irgendwelche letzten Worte? Shoutout Team Bubble Tea, Team Ragnarok, besten YouTuber. Willst du noch jemanden grüßen? Hat du doch gerade einen. Ich hab den gerade. Ja, das war's von mir. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten like und subscribe unten, kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Und
Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.